Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zock des Sims 4. Und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Wow. Was man nicht erwarten kann, ist, oder erahnen kann, so besser gesagt, dass wir mittlerweile ja Herbst haben und was man ja auch an der Deko des Haushaltes sieht. Wenn man hier aber am Spazieren ist, sieht man nicht wirklich allzu viel davon. Folgt mir hier mal. Danke. Ja, es sieht immer nach Sommer, es sieht immer nach Frühlingssommer aus. Also so zwischen Frühling und Sommer. Also da, wo es richtig schön saftig grün und alles blüht und alles ist schön und ja. Und jetzt kommt man dann so raus und guckt sich so um und denkt sich so, ja, ist ja echt bescheidenes Wetter. Gefällt mir gar nicht. Und das ist ganz übelste Kanone, wie das Wetter aussieht. Und das ist ganz hässlich, das Wetter, wie es aussieht und sowieso aussieht und Chanelle Mahlzeit, kannst du den Joghurt essen? So ist es dann halt und ja, es ist halt so, wie es ist halt, wa? Quatsch, reparieren noch nicht. Hier, recyceln. Mal so einmal reparieren weg, dann ist es ja schon, da war es ja dann schon repariert. Kannst du nochmal ein paar Teile zaubern? Recyceln, recyceln, recyceln. Ja, so sieht's dann halt aus. Ne? So, was hab ich jetzt für ein rotes Symbol? Was ist da los? Ey, ist ein bisschen müllig. So, dann kann ich einfach nochmal spazieren gehen. Verbotene Worker. Die Wolken schauen kannst du mal machen. Mal sehen, wo er das macht. Bitte jetzt nicht auf der Straße hier. Sonst müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Ja, tatsächlich. Ich mach's direktweise auf der Straße. Ich könnte mir hier so einen schönen gemütlichen Platz hier. Wir können ja mal zu Bassett gehen. Wir können ja mal zu Bassett, dem Familienhund, gehen. Der ist ja auch bald Geschichte. Der ist ja auch bald Geschichte. Der Hund ist ja bald Geschichte, liebe Leute. Der ist ja bald Geschichte. Wir haben ja jetzt wirklich bald Live-Tiere hier drin. Das ist so der Hammer. Bewohner dieses Aquaterrariums Drachenlibelle. So, jetzt passt mal auf. In die Wolken schauen. So, kannst du ein bisschen zu Bassett hinlegen. In Anlehnung, dass wir doch bald die richtigen Tiere haben. Ja? So sieht das dann aus. Ist schon so eine Sache, dass wir wirklich bald Tiere haben. Ja. Warum? Ne? So, kannst du mal weitermachen. Danke. Ja, irgendwie, Warteschlange voll. Was ist jetzt passiert? Irgendwas war passiert? Ach, das müffelt da so sehr. Ach, es müffelt da gar so sehr. Es war doch gar nicht so schwer. Ah, sie ist mit dem Buch fertig anscheinend. Okay, das heißt, sie kann halt nicht Teile plündern. Das ist nicht gut. Kannst hier mal alles wegwerfen. Das kannst du auch alles wegwerfen. Ja, sie fühlt sich unwohl, weil alles dreckig ist. Ja, machst du alles dreckig, aber aber läuft, wa? das ist schon ein Klassiker. So, und ich kicke in die Wolken. Wie sieht's denn aus? Hans, guck in die Luft. Nee, Hans heiß ich doch ja nicht. Heiß Exos. Ja. So viel zu dem Thema. Ne? Mann, Mann, Mann. Wie fühle ich mich denn überhaupt? Boah, ist es. Oh. Es passt. Wie sieht's denn da aus? Selbstsicher. Sie bringt den Müll raus. Ja, warum nicht? Ja. Ich habe sogar mittlerweile einen Entschluss getroffen, in welchen Haushalt welches Tier kommt. Ja, ja, auch das habe ich gemacht. Und zwar, wie die meisten wissen, besitze ich ja in Real Life eine Katze. Und die heißt Jenny. Und genau diese Katze möchte ich in diesem Haushalt bei mir haben. Bei mir. So einfach ist das. Und in den Kinderhaushalt, also bei Kima und bei Dominik, ja, und den kleinen Leon, da kommt halt ein Hund hin. Und da gibt's doch diesen komischen Modehund, der im Internet für Memes missbraucht wird. Der wird für Memes missbraucht. Oh, ich muss mal den Tierschutzheim anrufen. Dieser immer so, so komische Musikenbild. Ihr wisst schon, welchen Hund ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rasse heißt. Rasse heißt, oh Gott. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Rasse heißt. Aber es wird dann dieses Tier wehren. So, alles mal bitte wegwerfen hier. Was ist denn da los? Ja, alles wegwerfen. So, Meier Müller müllert hier. Kannst du ja noch mal ein bisschen recyceln. Ja, passt schon.
Und ich ja, bin immer noch eine Wolkenglotzerei. Gibt es dadurch eigentlich irgendwelche Boni oder irgendwelche Effekte, die auftreten können? Was haben wir denn da? Von Wolken geblendet. Wenn man in den weiten Himmel blickt, scheint einfach alles möglich zu sein. Ich bin inspiriert. Wisst ihr was? Weil ich so inspiriert bin und schon eine Sache schon lange nicht gemacht habe, würde ich mal sein, malen, weil mal hier ist denn Gemälde verwerfen. Das ist ja ganz schön verwerflich, das Gemälde. Oh ja. Was können wir denn machen für Gemälde? Abstrakt. Imperialistische Gemälde, kokettes Gemälde, Landschaft, selbstsicher. Verspieltes Gemälde. Wir können ja mal verspieltes Gemälde machen. Dann können wir kokettes Gemälde. Was haben wir denn für aus... Surrealistisch, klassisch, Pop-Art. Wir machen mal ein realistisch. Vielleicht kriegen wir da eine schöne Landschaft hin. Großes, realistisches. Dann machen wir ein klassisches wäre eine Idee. Oder surrealistisch. Wir machen nochmal ein surrealistisches. Was haben wir denn? Wir haben einmal, was haben wir, verspielt, die Landschaft, das Surrealistische und dann machen wir ein Imperialistisches. Da haben wir das, imperialistisches Gemälde in groß. Genau. So läuft das, hä? So, das heißt, du kannst dich ja weiter recyceln. Genau. Was ist denn da los? Was fehlt denn dir? Spaß fehlt dir. Pass auf, weil dir Spaß fehlt, wirst du das Ding danach reparieren und danach kannst du dann Musik hören und tanzen oder sowas. Ja? Dann hast du schon einige Teile gesammelt. So, wie sieht's denn bei ihr aus? Sie könnte doch theoretischerweise auch einen Literaturzirkel verkaufen, oder? Genau. Glückwunsch, Extras hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Yes! Gut, Exemplar an den Literaturzirkel. Das heißt... Oh, das ist sogar ein richtig passendes Bild dazu. Guten Morgen, Mr. Morgen und herzlich willkommen auf der Thanos 1. Sehr schön. Aha, sie macht das beim Essen, dass es verschickt wird. Jo. So läuft das. Wer kommt denn da? Wer ist denn bitte? So, Petit, junge Erwachsene. Wer ist das? Sie will zu mir? Warum? Wer bist du? Tja. Weißt du was, du kannst ihn mal wegschicken oder so. Bitten zu gehen. Ja, der Exos ist gerade beim Malen. Du kannst dann mal gerne gehen, weil er hat gar keine Zeit für dich, weil er am Malen ist. Also, habe ich doch gerade schon gesagt. Also, er ist am Malen, ne? Also, tschüss mit dir und ciao und ja, auf Wiedersehen und ja, okay. Und tschüss, sie geht. Ja, ist schon der Hammer. Dann kannst du dich mal da hinsetzen. Wenn du beim Essen bist, also... Ne? Bisschen Anstand muss sein. So, was ist mit ihr los? Reparieren. In Teile recyceln. Na gut. Ja, sie wird langsam... Braucht Vergnügen. Sie braucht langsam Vergnügen. Ja, ist schon klar. Obwohl, eigentlich müsste das Recyceln richtig viel Vergnügen besorgen. Mal so theoretisch dabei, ja? Also, ja? Sie könnte theoretisch auch, glaube ich, weise mittanzen, wa? Nicht Spaß geht. Nee, ist alles soweit in Ordnung. Wie sieht's denn da mit den Bedürfnissen aus? Sozialitäten, Spaß, Blase. Ist eigentlich ganz schön. Die Blase geht wieder höher, interessant. Sehr merkwürdig, aber na gut. So, Meier Müller, was los? Komm mal her. Boah, jetzt hat's aber bald gar keinen Spaß mehr. Die Ärmste! So, das heißt... Dann kannst du das hier mal wegwerfen.
Und dann kannst du tanzen oder Musik hören. Genau, Musik hören ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt dann. Musik hören. Und dann kannst du ein bisschen mit dem Smartphone spielen und dann solltest du doch Laune bekommen. Und die junge Dame hier wird auch tanzen oder sowas. Sie ist höchst konzentriert. Sie will sich was zum Trinken machen. Kann ich verstehen, aber. Boah, Alter, die saufen hier alle nur rum. Es sind ja voll die Säufer hier. Sie könnte tanzen. Da braucht ein bisschen Spaß, aber so viel eigentlich auch nicht. Gut, das heißt, sie könnte dann theoretischerweise mal spielen. Was hast du denn hier? Spiel spielen, genau. Dann geht der Spaß ganz schnell hoch. Spiel spielen, yeah. So, und das nächste. Dann hat sie gleich over 9000 Level bei Candy Crush. Spielt das sowas überhaupt noch jemand? Candy Crush? Ist das noch ein beliebtes Spiel? Oder was spielt ihr aktuell so Handyspiele? Also mein Gerät ist so alt, was ich habe, ich kann damit überhaupt nicht spielen. Aber was spielt man, wenn man ein modernes Gerät hat? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, weißt du was? Du darfst nochmal einen Spaziergang machen. Nee, joggen meine ich. Hier, joggen gehen, genau. Du musst das Elend mit der Oma hier nicht angucken. Wenn es halt Candy Crush spielt, hält ja keiner aus, ne? Ja, ach, ist das niedlich. Oh, so ein kleiner Babydrache. Sag ich Babydrache, so ein kleiner Schlüpfling. So, jetzt passt es besser. Luca Schmitz. Ja, ich glaube nicht, dass Luca Schmitz für dich Zeit hat. Oder bezeichnest du, wie du Zeit für Luca Schmitz hast. So rum eher. So, Spaß geht nach oben. So, und weil das so geil läuft, darfst du gleich wieder recyceln. Wo hast du denn das? Ja, da. In Teilen recyceln. In Teilen recyceln. In Teilen recyceln. Läuft. Und noch mehr. Juhu, sehr schön. Gut, wie sieht's da aus? Junge Dame läuft. Yeah. Ah, die hat auch viel, war gut abgenommen, war. Also, muss man sagen, läuft. Weil so Fitness over 9000 ist schon in Ordnung. Läuft, läuft, läuft. Und hier läuft auch. So, hier. In Teilen recyceln. Warum das jetzt da drinnen gewandert ist, weiß ich auch nicht. Muss wohl so sein. Ja. Ist schon schick. So. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt, vor allen Dingen dürft. Gerne morgen wieder. Bleibt soweit ihr sind, sag ich, gesund und lasst euch nicht ärgern. Oh Gott, ey. Ich muss langsam so ein bisschen in mein Aussprachmodul arbeiten. Naja, da kommst du langsam zurück. Ja? Gut, also, bis denne und ciao, ciao.